Eieiei, der Ravager ist da. Der Ravager war da. Mann, war da mal Ravager da. Ja, haben wir auch noch einen Sattel bekommen. Raiders Remaining 1. Ach, der eiert da oben rum. Hey, Johnny. Hey, Johnny, hier ist Sonny. So. Möglichst weit weg vom Geschehen. Erstmal. Jetzt kommen nämlich meine Freunde. Ihr wisst, ne, meine speziellen Freunde. Nicht Vindicator, die Evoker, genau. Ja, das habe ich ja früher immer falsch verstanden und da wurde sich ja auch schon mal übelst drüber aufgeregt. Und ich fand das dann eher lustig. So. Ja, wo mag denn das Ganze jetzt losgehen? Also hier drüben nicht. Deswegen machen wir da mal ganz großen Bogen rundherum. Und gehen, glaube ich, oder auch gleich erstmal schlafen. Meine Güte, ich brauche Kaffee. Das könnte mal gefährlich sein. Könnte wohlgemerkt. Ja, ich muss auch aufpassen. Ich habe nämlich mal wieder keine 64 GB Karte mehr für die Facecam. Wohlgemerkt, ich habe eine, aber sie funktioniert nicht oder nur eingeschränkt. Habe ich das letzte Mal schon gesagt? Ich habe eine von Intenso gekauft diesmal statt meiner Standardmarke SanDisk. Und ich bereue es. Ich bereue es zutiefst. Ach, guck mal, da unten ist eine Bitch. Die kriegt gleich erstmal auf die Schnauze. Nein, also diese Intenso-Karte, man sagte mir, es wäre wahrscheinlich, obwohl es eine Class C-Karte Class 10-Karte ist, also eigentlich durchaus sollte sie geeignet sein, ist sie wohl zu langsam. Das ist ja mal ein Beschissener, da kaufst du dir eine Karte und da steht dann halt Class 10, ne? Du nimmst an, klaro. Natürlich wird das funktionieren, dass du damit auch eine Videokamera, dass du damit einen Camcorder aufnimmst. Weißt du? Oha, von hinten. Alter, ich werde hier von hinten attackiert. Bombs, Bombs, Bams. So. Da hilft euch eure Bitch auch nicht mehr. Ja, nee, läuft schon wieder hoch? Oder, hä? Raid läuft hoch und steht fest? Was ist denn los hier? Ding. Oha, ja, genau. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. I understand what is happening there. Muss hier mal rein und dann mal da hoch. Denn das ist, glaube ich, das Bessere, wenn ich da von oben das mal angehe. Habe ich gerade gehört. Komm hier vorne rum. Ja. Ah. Du blödes, gar nicht so blödes Vieh. Ah. Er ist viel zu flink, der Typ. Der kommt aber gleich wieder. Da kommt er. Ah. Opelfutze, kannst du dir mal eine batzen? Du kannst doch durch die Wand hauen. Nicht, dass ich dem Opel Fritz selber eine verpasse. Muss aufpassen. Ich bin immer noch nicht alleine hier.
Digga. Ist das krass. Das macht Spaß. Aber ist das krass. Ich sehe schon, da unten läuft noch was rum. Boah. Zwei Bitchen am Start. Einer ist noch da. Digga, du machst mich wütend. Kannst mal. Das ist ein Kackfrosch. So. Ihr da. Nimm das, du Vogel. El Fogello. Stöcke. Eieiei, nächster Raid läuft hoch. Ja, diesmal muss ich aufpassen. Kommt wieder aus der gleichen Richtung. Kommt immer von da. Warum können die nicht mal von da kommen? Also mir ist es recht, ne? Also die Ecke da vorne ist eigentlich recht gut zu handhaben. Ich hüpfe hier genau so geknackt rum wie die Raider. So. Wow. Fuck. Fuck, Wechsels. Sind die jetzt weg? Ich hab vor den Scheißteilen Angst. Da renne ich da voll in den Evoker rein. Ja, zum Glück können die da nicht rein. Okay, ich sehe einen Vex. Ja, die nehmen aber schon Schaden und deswegen werden die wohl irgendwann demnächst auch despawned sein. Ich baller da jetzt einfach auf Verdacht in die Richtung. Irgendwann werde ich ihn schon erwischen. Jetzt keine Maschinenknarre. Ah, getroffen. Wow. Hey. So, das war mal der. Das heißt, wir haben ein neues Dödem of Undying. Das widerspricht sich Död und Undying. Ach, das ist ein Fisch. Ich dachte, das ist beim Bex. Ja, ich habe vor den Dingern irgendwie einen Respekt. Ihr wisst ja, ne? Das letzte, was mich immer Dödem of Undying am Start. Das letzte, was mich bei Raids gekillt hat, ist ewig lange her, waren Bexes. Ah! Fuck! Boah, ich muss vor diesen scheiß Vindicatern aufpassen mit ihren Äxten. Die anderen sind ja eher für den Arsch. Ich schwimme einfach mal weg. Weil ich bin schneller als die. Dieser Kackpufferfisch macht mich auch wahnsinnig hier irgendwie. So. Das waren jetzt aber nur die beiden Armbrustfritzis. Hier ist noch einer mit der Axt am Rumeiern. Und die Dinger hauen richtig rein. Naja, mit der Netherite-Platte, das wird schon reichen. Da läuft noch einer. Vorsichtig. Och, ein Ravager auch noch. Na, danke. Okay. Weißt du? Ich nehme mir ganz einfach mal von ganz hier hinten unter Feuer. Das da ist, glaube ich, schon wieder ein Wechszauberer. Du willst Ärger, ne? Revi kommt.
Der sitzt noch in der Luft. Bleibst du mal? Wie viel waren das? 25? Okay. Steil. Kack. Axtboy kommt. Ha. Aber weißt du? Vor allen Dingen, weil ich gerade nicht gefressen habe. Deswegen ist das ärgerlich gewesen. Axtboy, du bist doch so blöde. Guck mal. Warte mal. Ich hole mir mal kurz die Erfahrungspunkte. Bleib doch mal. Jetzt rennt der da hoch. So, der rennt nirgendwo mehr. Die armen Blöcke hier. Komplett gepierst. Alter, sind das viele Smaragde heute. Ach, guck mal, und es ist schon wieder Nacht. Alter Schwede. So, nur aufpassen. Es kann immer noch sein, dass ein Evoker der letzte Mohikaner ist, und das wäre einigermaßen ungut. Nee, da sind noch ein paar. Ich glaube, einen habe ich schon wieder eben rasiert. Ein bisschen blöd seid ihr ja, ne? Kommt noch einer? Raid Victory! Yes! Ha! Alter, ich habe mich wegen des Feuerwerks voll erschreckt gerade. Die zünden die Hütte an. Die ist aus Holz, ihr Idioten. Hört sofort auf. Alter, ne? Das ist so, als wenn du hier irgendwo in Norddeutschland so ein Reetdach hast, ne? Und ja, lass mal Feuerwerk machen, Alter. Lass uns mal feiern. Also. Ich bin gerade glücklich, ne? Ja, ich bin gerade glücklich. Hä? Was ist da gerade abgefallen? Ich klaue mir mal eins von euren Betten, ne? Mädels, ach, Digga, wie viel ist schon wieder aufgenommen? Alter, eine halbe Stunde schon wieder. Kaffee ist schon wieder eiskalt, weil ich nicht zum Trinken komme. Ach. So, Hero of the Day. Leute, Metal, habt ihr das gesehen? Ihr Kackvögel. So, guck mal, ein Dödem of Undying schon wieder mehr. Alter, gute Sache. Kann ich mir mit den Dingern hier irgendwas kaufen? Könnte man ja eigentlich mal wieder. Wo ist denn eigentlich hier der Bibliothekar? Opel Fritze. Ach so, dein Kollege draußen hat den Bodenbelag gefressen. Alles klar. Herr Bibliothekar, er will jetzt nur noch 7. Sollte man hinkriegen können, ne? Ich habe eine goldene Axt geschenkt gekriegt. Ja, die schenken einem ja manchmal was. Ja, 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 ja. Herr Bogner. Ja, Herr Bogner. Ich will ihn gar nicht hochleveln. Ich will eigentlich nur mit ihm. Ja, nee, das funktioniert alles nicht. Warte mal. Stöcke. 23. Okay. Statt 32, sehe ich das richtig? Huch, das ist eine. Hat mir schon wieder einer was geschenkt? Melonen. Ach nee, die habe ich selber abgebaut. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall, die habe ich hier geschenkt gekriegt. Die wird gleich eingeschmolzen. Jetzt hör mal auf rumzublödeln. Wo habe ich denn mein Holz hingepackt? Bin ich beknackt oder was? Nicht antworten.
So, ich hole mir erstmal wieder meinen Kram wieder hier. Also das ganze Baumaterial hier. Ich packe jetzt. Es ist mir jetzt scheißegal, was ich wo reinpacke. Alter, jetzt hör doch mal auf, mir Dinge ins Inventar zu spulen. Ich bin gerade dabei hier irgendwie. Oh, 5 Banner. Schüssel polnisch Blackstone. Okay, nehmen wir auch noch mit. Was ist das denn da? Okay. Ich bin gerade mal wieder extremst verwirrt. Doch, sortieren machen wir irgendwann. Aber jetzt ist mir erst eigentlich wichtig, warum habe ich kein Holz dabei? Ist das möglich? Weißt du, dann mache ich doch mal Folgendes. Halt, stopp! Habe ich hier gar keine Erde? Wahrscheinlich habe ich keine Erde, weil hier ist ständig Erdenbrudi-Bedarf. Hier seht ihr mir einen Niederrock. Was macht das denn hier? Ja, liegt rum. Gut. Gib mir mal. Ach komm, nehmen wir mal das. Ich will mal kurz was machen. Nämlich. Alter, was ein Chaos heute. So. Ja, und warum ich beide Lücken dicht mache, es könnte immer noch sein, dass kleine Dorfbewohner entstehen und die rennen dann da mal eben durch. Nur für diejenigen, die es nicht wissen. Der Rest soll bitte nicht genervt sein von meinen belehrenden... warte mal, nö. Ich habe da was, das ist mir letztes Mal aufgefallen und da habe ich gedacht, nein, wer hat das gemacht? Obwohl, das habe ich angepflanzt, als ich hier gebaut habe und unbedingt Birkenholz brauchte. Aber ich hasse die Dinger und die müssen weg. Und die sind jetzt gerade passend. Ich hoffe, ich kriege den Hero of the Day noch mit. Boah, haben die viel Holz drin. Das lohnt sich ja doch. Also, alleine schon für Stöckchen machen? Auf jeden Fall. Tja. Ich guck mal. 2 64er dürften reichen. 1 64er verscheuere ich dann total an Stöcken, wenn möglich. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe ja, dass der Bibliothekar endlich mal Mending-Bibliothekar wird. Falls du jetzt ganz genau Bescheid weißt und schon sozusagen die Roadmap kennst, dann seid ihr das gegönnt. Ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich es mal gewusst hätte, könnte ich es mir nicht für immer merken. Ich habe ja auch den Verdacht, dass diese Leute, die angeblich da draußen solche super Brains haben, dass sie sich jeden Dreck merken können, dass sie auch nur mit ganz lauwarmem Wasser kochen. Falls nicht, sorry. So. Ach ja, ich freue mich auf Juni. Eine Sache hatte ich noch nicht erzählt. Ich wollte darüber reden, über die landschaftlichen Gegebenheiten, die mir unter Umständen so ein ganz klein wenig Sorgen machen. Also wer Deutschland kennt, wer schon mal von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden gefahren ist, der weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, nicht nur im Süden Deutschlands ist es bergig. Ich sage Kasseler Berge, Harz, ne? Also nicht Harz 4, sondern der erste Harz, der jemals da war. Da, wo auch der Harzer Käse herkommt, den ich übrigens sehr, sehr lecker finde. Schön mit Kümmel. So ein richtiger, schöner Harzer Käse mag ich gerne. Der muss dann auch gut gereift sein. Holst du aus dem Kühlschrank schon einen halben bis einen Tag früher raus. Dann riecht der richtig heftig. Ich weiß, es gibt da draußen Leute, die das überhaupt nicht mögen. Ihr habt keine Ahnung. Also der schlimmste Käse, den ich kenne, wo selbst ich mich grausend abwende, das ist Romadur. Wer jemals Romadur, so richtig reifen Romadur gerochen hat, das ist wie vollgeschissene Hose. Sorry, ist so. Woher ich das weiß, ist wie eine vollgeschissene Hose riecht, weiß ich nicht.
Ich sag das einfach nur mal so. Haben wir hier noch mehr? Ja, da hinten ist noch einer. Den nehme ich auch noch mit. Machen wir wieder in die Mine. Ich habe so viel vor, Freunde. Denisium hat auch schon eine vollständig fertige Planung. Und oh, Kevins dunkle Abtei. Jetzt fange ich schon wieder mit 1000 Sachen. Also bringen wir das einmal zu Ende. Nee, also die Kasseler Berge bzw. die Ausläufer des Harz machen mir schon einiges an Gedanken. Weil da sind schon reichlich Steigungen. Und mit dem Rad, das könnte sportlich werden. Meinst du auch, ne? Also die Leute, die sich auskennen, werden wissen, wovon ich rede und werden sagen, ja, ich denke mal, da werde ich die meiste Zeit schieben. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich auch ein bisschen früher los will. Also weshalb ich 4 bis 5 Tage früher losfahre, weil ich ganz einfach, ich will pünktlich da sein zu den besonderen Feierlichkeiten.